Ah, hier, Igora Ray. Nee, erstmal Eververse. Yay! Irgendwie habe ich wieder Bock, Resident Evil zu zocken. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht mache ich ja irgendwann noch mal so ein Resident Evil auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oh, hier gibt's doch noch Post. Ja, Post! Aber gut, ich habe auch was Blaues nicht auf. Automatik. Aber ich habe schon was auf 300. Ich brauche was Besseres. Und jetzt bekommen wir auch endlich was Besseres. Na gut, hier nicht von der, aber. Hallo. Mitternachtssonne. Natürlich kriege ich gleich voll fette Ornamente. Ernsthaft? Wow. Okay, dann müssen wir die Ornamente mal weglegen und alles Zeug, was ich da zu viel habe. Sollen wir dann anfangen? 305 Zeug. 303 Zeug. Ja, nice. Beine, aber auf 303. Ach, ich wollte ja noch zum Post da schon. Ich wollte ja hier den Scheiß ablegen. Inventar, hier. Alles, was so. So, die lasse ich noch. Das Ornament nehme ich noch mit. Die Rüstung habe ich zum Glück immer dabei. Glaube ich. Die könnte ich eigentlich wieder ausrüsten. Warte mal, die habe ich doch, oder? Die muss ich doch haben. Komm, ja klar habe ich die. Die habe ich sogar auf 305, also raus, rein damit. Weil ich habe ja gerade den Fokus. Hat sich nicht viel verändert, außer dass es. Warte mal. Na, so ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, was sich verändert hat. Sobald du ein Ornament erhältst, wird es für alle Charaktere auf deinem Konto freigeschaltet. Warte mal, kann ich jetzt. Warte mal, hat jetzt alles ein. Nee, das hat kein Ornament, schade.
Warte mal, Exodus-Abschluss. Da auch kein Ornament. Haben die eigentlich neues Zeug? Ich glaube nicht. Das sieht so anders aus. Das hat ein Ornament. Nice. Dämmerung abschließen und wir bekommen das. Dann haben wir so ein richtiges hier. Wow. Ich habe da noch keinen Shader drauf. Aber warte mal. Kapuze des Optimats habe ich auch noch. Oh, zum Glück habe ich ein bisschen was von dem Optimaten. Ah, warte mal. Ich will mal was gucken. Ich will wissen, nämlich. Ich bin ja tote Orbit. Bin ich immer gewesen. Obwohl, ich überlege zu wechseln. Und hier. Da. Tote Orbit. Tote Orbit hat auch ein. Wie sieht das aus? Wie geil ist das denn? Damit wird das tote Orbit-Zeichen weggemacht auch. Ich glaube, dafür gibt es ja auch noch ein Ornament. Genau. Alter, wie fett sieht das denn aus? Hä? Das sieht aus wie so. Warte mal, wie. Auf jeden Fall wie so griechisch oder so. Oder irgend sowas. Keine Ahnung. Aber es sieht nicht. So, mal hier gucken, wie das aussieht. Ja, ich bin neugierig jetzt. Erhalte Premium inzwischen. Der Schmelztieg Premium in Gramme während Season 2 und die Sonne. Wird auf jeden Fall interessant, das alles freizuschalten, ne? Okay, Ikora. Okay, Ikora. Nächster Auftrag, bitte. Das war's also. Ich dachte, dass wir nach der Roten Schlacht etwas Ruhe bekämen. Ich gebe nicht auf. Zumindest gehen die Vex methodisch vor. Sie haben bestimmt eine Übersicht des Forsts. Eine Karte. Sie wird zeigen, wo Panoptes ist. Es gibt nur einen Ort, an dem sie so viele Daten speichern könnten. Das Pyramidion auf ihr. Hier Meditationen gibt es natürlich auch. So, neue Mission verfügbar. Natürlich ist ja noch nicht vorbei. Wir haben Automatik bekommen. Ich vergleiche es mal mit meiner jetzigen. Nice!
Ich hätte doch auch einen Scout nehmen sollen, weil ich dir auch den. So. Ich will wirklich teils Brain AFK. Es tut mir leid. Wir müssen nach Io. Das ist cool, dass wir jetzt erstmal Informationen uns beschaffen. Man kann in diesem Spiel auch so viel ja, so rumstreunern teilweise. Das beweist auch Gronkh in letzter Zeit ziemlich. Der spielt das schon momentan ja auch mit Tobi. Und ich muss sagen, die haben. Ah, kleinen Moment, ich muss mal eben was schreiben. So, blöden Vex, natürlich seid ihr hier. Ich entschuldige mich immer noch dafür, wenn ich mal ein bisschen leise bin, wenn ich mal stehen bleibe oder so. Aber es ist halt so, dass ich auch ab und zu mal also Nachrichten schreibe. Denn mir macht halt Let's Playen und Streamen auch mehr Spaß, wenn ich halt konzentriert, also mich auf alles Mögliche konzentriere, weil sonst bin ich zu versteift darauf zu machen, Content zu liefern und dann macht es mir nicht so ganz so Spaß und ich bin dann lockerer einfach. Es sind ja nur ein paar Sekunden oder Minuten. Ja, Minuten nicht, aber wirklich ein paar Sekunden, wo ich dann mal nichts sag oder so und innehalte. Und ich hoffe, das wird nicht so oft passieren immer. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Zeit. Vielleicht sollte ich mal eine Cam anmachen, damit man auch wenigstens ein bisschen Content hat, mich sieht. Ich glaube, dann würde eher gesagt, eure Monitore kaputt gehen. Oder Handys, je nachdem, wo ihr schaut. Ah! Oh! Es hat mir nicht gepasst. Aber damals waren die Leute für das, was Osiris zu sagen hatte, nicht bereit.
Es waren nicht nur seine Prophezeiungen. Er hat nie verstanden, dass das, was einen Warlock ausmacht, mehr ist, als die schlauste Person im Raum zu sein. Osiris hat sich geändert. Du bist immer noch die gleiche Rebellelle Ikora, die ich kenne. Da bin ich mir nicht so sicher. Mein Licht zu verlieren war sehr... Willkommen im Pampyr-Drohnen, oder wie das heißt. Und ist das nicht normal für einen Warlock, die schlauste Person sein zu wollen im Raum? Ist Ikora nicht genauso? Ganz ehrlich, ist ja nicht immer was Schlechtes, aber so ganz Besserwisser sollte man nicht sein, finde ich. Warum ist ein Subgoblin da? Da kann ich meine Fähigkeit doch nicht hier ganz benutzen. Na. Aber genau das ist das, was ich eigentlich geil finde. Tot. Au. So. Nee. Ach du Scheiße. Super, Ikora hatte wohl recht. Meinen Scans zufolge erhält das Pyramidion Daten aus dem Forst. Ich habe den Standort eines Konfluxes, wodurch wir darauf zugreifen können. So, tiefer ins Vampyridion. Ich kann das Warp-Tor neu programmieren. Das sollte uns in die Nähe des Konfluxes bringen. Klar geht's hier Mission für Osiris, weil es hier voll das Wechslager zu scheinen scheint. Holy Macaroni! Was wollt ihr alle von mir? So. Geh weg. Nein. Und mittlerweile finde ich diese Fähigkeit richtig gut. Nein, diese Laserschranken. Weniger als Perfektion auf Osiris Level zufrieden geben. Ikora, ich verrate dir ein Geheimnis. Niemand. Ich bin tot. Nicht mal Osiris selbst. Steigen wir wirklich da ab? Das ist doch wie der Strike.
Oh, das ist anders als der Strike. Oh Gott! Oh, ich bin so tot! Ich hab das doch! Stirb! Der war der Anführer? Okay, rein ins Pyramidion. Der Kampfflug sollte in der Nähe sein, aber die Vex scheinen ihn zu tarnen. Dann. Genau. Boah, wie viele. Oh Gott. Das ist eine ganze Armee. Da lebt noch was, oder? Ah ja. Du. Immer vorstarten, was? Okay. Ich muss sagen, der Merkur ist hier, wenn man es so sieht, eigentlich ganz klein. Der ist mega klein. Der hat noch nicht mal neue Missionen. Wirklich? Der hat... Dum 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 dum.